Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es einmal wieder ein Tutorial und zwar schauen wir uns heute die sogenannten Boxpull-Downs an. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie die Übung heißt, ja. Nur ich habe es halt einmal gemeinsam im Video mit dem Urs hergezeigt und seitdem markieren mich immer wieder viele Trainierende bei dieser Übungsausführung und ja, die ist halt so richtig viral gegangen, ja, und das freut mich einerseits riesig und die Leute markieren mich auch dauernd bei dieser Übung. Ich sehe aber dann immer wieder Fehler oder unterschiedliche Ausführungen und ich möchte euch nur kurz erläutern, worauf es eigentlich ankommt, ja. Das allererste ist die richtige Positionierung der Bank. Was mich immer wieder Leute fragen, hey Michi, wie stelle ich da die Lehne ein? Muss die eine Neigung haben? Oder steht die ganz steil? Ja? Zum Beispiel, beim Video mit dem Urs habe ich es so gemacht, dass wir auf der Bank gekniet sind und wir uns so abgestützt haben. Das habe ich aber eigentlich nur deswegen gemacht, weil der Boden in dem Studio komplett uneben war. Ich würde es eigentlich bevorzugen, wenn man das Bankerl ganz steil stellt und sich so hersetzt, dann kann ich so hier schön dagegen drücken oder mich sogar anlehnen, ja, dagegen bracen, ja, und ich kann möglichst wenig abfischen. Dann die richtige Positionierung der Bank. Ich finde es ganz wichtig, dass man quasi mit dem Kabel in einer Verlängerung mit dem Arm nach unten zieht, so dass man den Ellbogen runter Richtung Hüfte zieht. Ja. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn man trainiert, dass man das Bankerl immer, je nachdem welche Seite man trainieren möchte, nach links oder nach rechts versetzt. Ja. Wenn ich das Bankerl jetzt nämlich in der Mitte stehen hätte, hier, ja, dann würde ich quasi ja, so nach außen ziehen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ja. In Wirklichkeit sollte sogar leicht nach innen ziehen, dass der Ellbogen Richtung Körpermitte zur Wirbelsäule wandert, wenn ich nach unten ziehe. Okay, dann beginnen wir mal mit der Übungsausführung und schauen, dass das Kabel eine schöne Verlängerung unseres Armes ist und schieben dann das Schulterblatt nach unten und ziehen den Ellbogen Richtung Hüfte. Ja. Das heißt, wir sollten schauen, dass das Kabel einfach eine natürliche Verlängerung unseres Oberarmes ist und dann quasi so den Ellbogen nach unten schieben. Das Handgelenk sollte weder so noch so abgewinkelt sein, sondern einfach schön neutral und gerade. Und jetzt ein Fehler, den ich immer wieder sehe. Ja? Die Leute gehen nach oben und jetzt habe ich einen schönen Zug am Latissimus, einen schönen Stretch und jetzt machen die Leute das. Und das möchte ich bitte gar nicht. Ja? Also wir schauen, dass wir den Arm immer in der Innenrotation halten, weil nur jetzt habe ich maximal Stretch auf dem Latissimus. Hier ist er weg. Ja? Das heißt, Arm immer in der Innenrotation belassen, wenn sie nach oben geht, Schulterblatt nach unten schieben und Ellbogen schön zur Hüfte ziehen, im Idealfall noch leicht reinrotieren Richtung Wirbelsäule und Oberkörper lassen wir schön aufrecht und verdrehen das Ganze nicht. Und der Arm bleibt während der gesamten Bewegung schön in der Innenrotation. Und das ist für mich der perfekte Box-Pulldown, um den Latissimus schön isoliert zu treffen und zu trainieren. Ich habe es eh schon mal dazu gesagt, das ist eine Übung, die in der maximal kontrahierten Position hier unten am schwersten ist. Ja? Deshalb sollte ich diese Übung zu Beginn meines Trainings machen, wenn ich noch frisch bin, weil dann bin ich auch in der maximal kontrahierten Position am stärksten. Das heißt, wenn ihr diese Übung in euer Trainingsprogramm mit einbauen möchtet, ist ganz essentiell, das zu Beginn eures Trainings zu machen. Ja?
Ihr werdet euren Latz super feuermüden, Feuer erschöpfen können und dann in weiterer Folge würde ich zu Übungen wechseln, wo ich sage, okay, da kann ich richtig schön Last drauf packen und auch diese Mid-Range ein bisschen überlasten, wie zum Beispiel Langhantelrudern, T-Hantelrudern etc. Aber das ist der ideale Start in euer Rückentraining. Ja, ich hoffe, der Box-Pulldown, die kurze Erklärung, hat euch gefallen. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr von der Übung haltet. Ja, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen.